Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael Jackson Podcast. Ich bin Kai und mir gegenüber sitzt Tim. Und hallo. Ja, hallo. Und ich habe dich voll ignoriert, aber egal. Wir nehmen das jetzt. Heute haben wir uns nicht so ein starkes Thema vorgenommen. Wir wollen auf jeden Fall einfach über wahrscheinlich verschiedene Dinge sprechen, aber auf jeden Fall ein bisschen über Gerüchte. Und da habe ich schon wieder M gesagt, aber egal. Ja, du warst ja krank. Ich denke, ja. Du siehst nicht mehr krank aus, also denke ich, bist du wieder super fit. Nein, alles gut. Ich war auch nicht schwer krank. Ich habe einfach einen kleinen grippalen Infekt gehabt, wie das auch zu der Zeit so vorkommt und auch so ist. Und bei mir war das jetzt diesmal immer so. Habe ich ein paar Tage flach gelegen, jetzt geht es mir wieder gut. Okay, das ist gut. Du wolltest anfangen mit einem Kommentar. Ja, genau. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob Jonas, der ja letztes Mal hier Gast war, ob der überhaupt bei Facebook irgendwie so mitverfolgt, weil ich glaube, ich habe den da noch nie gesehen oder bin mir zumindest nicht sicher. Ich weiß, dass er auf Instagram ja Account hat und auch seine Sachen zeigt. Und ich wollte eigentlich nur sagen, weil er wird ja wahrscheinlich jetzt auch zuhören, dass ich fand, dass es ein absolut würdiger, interessanter erster Gast war. Ich habe jetzt meinen Kommentar hier von Facebook vorliegen. Vielleicht kannst du ihn auch lesen. Aber ich fand es wirklich toll. Ich fand es sehr interessant. Auch die Sammlungsgeschichten und Tipps. Wir kommen ja immer wieder irgendwie in der Sendung zu Sammlungsstücken oder zum Collector sein. Das wird auch heute so sein. Das verrate ich dir jetzt schon mal. Das wollte ich nur sagen. Das fand ich super. Und ich habe auch meinen Senf so ein bisschen dazugegeben, weil ich ja letztes Mal nicht da war. Und wollte es auch ganz kurz am Anfang, nämlich folgendermaßen tun. Diese Forengeschichte, die ihr gesagt habt, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich mich wirklich nicht so in Foren aufhalte, weil da so bizarre Geschichten rumkommen von Rangfolgen unter Fans und wer ist länger Fan, wer ist wie lange Fan und ich finde das so albern. Es ist so bizarr irgendwie, warum man sich messen muss, wer der bessere Fan ist oder der ältere Fan ist, als ob das irgendwie eine Rolle spielen würde tatsächlich. Es ist ja, also erstmal hat man ja wirklich nichts davon, außer vielleicht sagen zu können, hey, ich habe die Off-the-Wall-Zeit mitgemacht oder so. Das ist natürlich cool. Höre ich auch gerne dann zu, wenn jemand was erzählt aus der Zeit. Aber im Prinzip ist das finde ich, das Latz. Also es hat eigentlich keinen Wert. So. Also ich freue mich tatsächlich, und das habe ich da auch geschrieben, ich freue mich tatsächlich, wenn Leute eben aktiv sind und Dinge machen und sehe da auch unseren Einfluss gar nicht so wirklich hoch. Ich finde, das ist überbewertet, was wir als Vorreiter gemacht haben, weil wir gar nicht so die Vorreiter sind, glaube ich. Es gab so viel englische Folgen, vielleicht auf Deutsch, ja, aber auch das ist nicht so wahnsinnig wichtig, glaube ich, einfach, sondern dass jetzt da draußen Leute sitzen, die zuhören und die sich vielleicht sagen, hey, einen Podcast. Genau. Vielleicht mache ich auch mal irgendwann einen. Und dann ist das cool, dann freue ich mich darüber. Ja. So, und das Letzte, da war ja noch eine Sache, Entschuldigung, ich rede jetzt gerade ganz viel, aber ja. Dann bin ich auch gleich wieder ganz leise. Ist gut, so, ist nein, it. Spaß. Da war ja noch die Frage, this is it, ob wir denn auch irgendwie, wie wir zu dem Film stehen oder wie man zu dem Film steht. Und ich fand den Film zum Beispiel okay, ist aber auch nicht mein Lieblingsfilm. Also da war ich auch ziemlich auf eurer Wellenlänge, glaube ich. Ja. Ich fand das cool mit dem Gast. Ich hab gern mal einfach zugehört. Also ich freue mich auf, das klingt auch komisch, wenn ich sage, ich freue mich auf den nächsten Gast, wenn ich nicht dabei bin. Ne? Aber wir können ja auch mal einen Gast einladen, wenn ich dabei bin oder auch nicht. Können wir auch mal machen. Auch nicht. Auf jeden Fall fand ich's cool. Ich fände es auch super cool, mal nur zuzuhören eigentlich. nee, weil das ist ja auch so, auch bei MJJ Reviews damals, das ist nicht so, also wir gucken ja eigentlich unsere eigenen Videos nicht so wirklich. Also doch, vielleicht, ich gucke meine eigenen Videos. Ja, ich auch, aber vielleicht erst nach 3 Jahren oder so. Wobei mir weil man dann gar nicht mehr weiß. Meine so. Nicht und so. Natürlich, ich habe auch die ersten 3 Folgen von dem Podcast hier, habe ich auch selber dann nochmal gehört am Abend, nachdem sie quasi fertig geschnitten waren und wenn sie online waren etc. Das mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil ich irgendwie doch noch zu viel weiß davon. Aber zum Beispiel, wenn also so ein altes Video auf MJJ Reviews, wenn ich mir das manchmal von mir angucke oder von dir, dann kommt es schon vor, dass ich mir so denke, hey, ist das wirklich so cool? Das habe ich komplett vergessen, oder? Also es ist tatsächlich ist so wie eine neue Information. Schon so lange her ist dann. Ja, genau. Obwohl du selber es gesagt hast. Und ja, ich stimme da auch zu mit dem Vorreiter-Ding. Wir waren nicht die Vorreiter. Also
Ich glaube, was, wir waren nur die, der erste deutsche Kanal, der ausschließlich Michael Jackson Reviews macht. Es gab halt schon deutsche Reviews, aber halt immer von so Kanälen, die machen halt alles Mögliche und dann. Ja, das stimmt. Ja. Und das war so, glaube ich, so gesehen das Einzige, was, wo wir so Erste waren, aber auf, also wie gesagt, so im englischen Bereich, im englischen Raum gab es schon einiges. Ja, stimmt, so gesehen richtig. Wobei mittlerweile, ich habe gerade gesagt, ich schaue unsere Videos auch, das tue ich auch. Ich habe heute, das passt ja jetzt so ein bisschen offenen Talkrunde, wir sind quasi schon fast drin. Ich habe heute das neue Video von Jonas gesehen. Hast du es schon gesehen? Tatsächlich habe ich es noch nicht gesehen, leider. Unboxing Part 2. Und er zeigt nämlich, ich darf jetzt mal kurz spoilern, zeigt eine Sache, die ich mir fast gestern auch gekauft hätte. Er zeigt nämlich er zeigt eine japanische VHS von Moonwalker und sagt, er fände die Grafik so cool, also die Aufmachung, weil die hat ein anderes Cover als die deutsche oder als die europäische generell. Und das finde ich auch. Und ich hätte mir die fast als Laserdisc gekauft. Und dann habe ich zu Hause die Frage bekommen, als ich die gezeigt habe und gesagt habe, guck mal, die möchte ich gerne haben. Da wurde ich gefragt, ja, und wie spielst du die ab? Meine ich, wieso abspielen? Ja, so viel wieder zum Thema. Ja. Aber in dem Sinne, vielleicht hat jemand einen Laserdisc-Player über und will mir den schenken und dann fange ich an, Laserdiscs zu sammeln. Ich muss gerade mal ehrlich sein, ich kenne nur drei verschiedene Artwork-Version von Moonwalker. Einmal halt das Original, was damals auf VHS schon kam, jedenfalls in Deutschland und in Amerika, glaube ich, auch. Dann kam ja das Re-Release 2000, lass mich lügen, 4, 5, 3, sowas. Ja. Das war, fand ich, richtig scheiße. Also das will ich jetzt auch dieses so sagen. Dieses mit der blauen Figur, ja, ne? Richtig, dieses blau gehaltene. Richtig scheiße einfach. Ja, war auch nicht also, so mal. Das war nicht so. Motti auch nicht so. Das Original war völlig okay. So, das und dann, stimmt. Und dann gibt's noch, oh Gott, heute ist es verwirrend. Dann gibt's noch die Blu-ray-Version. Die ist ja auch nochmal anders, ne? Ja, stimmt. Die ist auch ein bisschen anders, ist die auch. Hast du recht. Und da, stopp. Und dann kenne ich halt noch die Version, die sieht aus wie das Original aus den 80ern. Aber Michael hat dort ein rotes Hemd drunter und kein blaues. Ja, müsste ich jetzt sehen. Kann sein. Ja, aber vielleicht verwechselt. Und dann gibt es noch, und die japanische, die hat halt, da ist er, vielleicht erinnerst du dich an die Szene, da ist er mit Kelly, also mit diesem Mädchen, ist er, das ist ja auf der Neverland Ranch Katie, gedreht. Meinst du? Ja, Katie, ganz genau. Die heißt im Original heißt Kelly. Ich dachte gerade so, ey, wer ist Kelly? Also nicht im Original, sondern die Schauspielerin heißt halt Kelly Parker. Deswegen kam ich gerade auf Kelly. Ja. Weiß ich nicht, wo wiederum. Katie, genau. Im Film heißt sie Katie. Okay. Und da gehen sie gerade in diesen Gang rein, durch diese Höhle, in die Mr. Big Höhle. Ja. Und das ist das Cover quasi, wie er gebeugt, hinter ihm ist Katie und dann gehen die da gerade rein. Ah, ich kenne das Bild, glaube ich. Das japanische Cover. Ich glaube, ich kenne das Bild zumindest. Ja. Das ist, glaube ich, auch im Buch drin von das Buch zum Film. Bestimmt. Ja, doch, dann weiß ich, glaube ich, jetzt schon, dass ich das Artwork ziemlich cool finden werde. Ja, das finde ich auch total cool. Ich wusste übrigens, dass es irgendwas Japanisches ist, was du dir ja jetzt von erzählst, weil Jonas ständig Japanisch, also was heißt ständig, ist ja nicht blöd, weil er halt viel Japanisch sammelt und das auch, glaube ich, sehr gerne macht, so deswegen. Stimmt, und die Artworks sind aber auch wirklich cool im Japanischen. Ja, sind sie auch. Ja, du hast ja, glaube ich, schon mal erzählt, das hast du mir privat gesagt, dass du die Artwork-Sachen aus England auch immer gut findest, bei den 7-Inch-Singles aus der Thriller-Zeit. Ja. Aber tatsächlich, die japanischen Sachen finde ich sogar noch fast noch ein bisschen besonderer immer. Aber es liegt vielleicht auch mit an diesem Obi-Streifen und dass auch hinten die Titel immer japanisch draufstehen und so. Ist immer was Besonderes irgendwie. Ja, stimmt. Und auch ein Stück weit, glaube ich, daher, weil man das einfach hier auf dem Markt nicht so kennt und die Singles einfach schon so oft hier gesehen hat, dass wenn so eine japanische um die Ecke kommt, die man halt noch nicht so gewohnt ist, glaube ich, dass man die dann auch haben will. So ungefähr wie mit der Smooth Criminal, die bei uns in Europa, Europa kann man gar nicht sagen, weil die englische ist ja auch europäisch quasi, aber naja.
Das ist ja das Cover des Filmplakats quasi bei uns hier, die niederländische Pressung. Und dann gibt es aber ja auch die mit dem Smooth Criminal. Du meinst Cover, die in Blau, die du nicht hast und die hinter mir hängt? Die blaue, die ich nicht habe und die hinter dir hängt. Wie böse. Wie böse das schon wieder ist. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, dass die hinter mir hängt. Stimmt, aber heute sehe ich so viel zum Thema nochmal. Fans, die sich immer so gegenseitig vergleichen müssen. Ich wollte nämlich dazu eigentlich... Aber wir machen das ja. Ich wollte dazu nämlich eigentlich auch noch was sagen, und zwar, dass ich das bei Kindern immer noch so ein bisschen verstehen kann, weil die es vielleicht noch nicht gerafft haben so oder noch einfach nicht reif genug sind, es irgendwie so zu sehen. Aber das ist ja in der Fanwelt bei Michael Jackson gerade nicht nur, das sind nicht nur Kinder, so, das sind halt auch einfach Leute, die, wie du sagtest, seit Off the Wall irgendwie dabei sind, die dann halt vielleicht, ne, die dann halt irgendwie da so einen rausboxen wollen oder ausschließen wollen. Das ist sehr viel in Foren, und ich kann auch vollkommen nachvollziehen, Album, wenn man deswegen in Foren nicht unterwegs ist. Und ich bin ja auch nicht in allen Foren unterwegs tatsächlich. Und ich bin eigentlich auch nur da wegen den Downloads. Jetzt mal ehrlich. Okay. Und das dann aber unter dem Deckmantel It's All About Love. Ja. Weißt du, wie albern. Ja. So. Aber da können ja oft die Administratoren nicht so viel machen und dafür. Also die schmeißen zwar Leute dann raus, die sich irgendwie nicht verhalten, also nicht gut verhalten. Aber es wird halt, es nimmt kein Ende. Also. Nee, es ist auch so eine ungesunde Arroganz, die dahinter steht irgendwie. Ja. Und das dafür kannst du ja keinen rausschmeißen. Aber das ist einfach, weiß ich auch nicht. Ja. Nee, ich will da gar nicht rein. Alles gut. Okay. Aber ich kann heute mal Folgendes, ich wollte eigentlich das Ganze am Ende machen, vielleicht mache ich es jetzt. Wir haben gerade über die Smooth Criminal Single gesprochen und ich habe direkt eine Publikumsfrage. Welche? Über die blaue, die du hinten hinter dir hängen hast. Ah, hey. Ich wollte es nur noch mal hören. Ja, ich weiß. Und da habe ich tatsächlich gleich eine Frage, die geht auch direkt an dich. Und zwar folgende, Kai. Ja. Die blaue Smooth Criminal Single, die hinter dir hängt mit dem UK-Cover, ja. Die ist natürlich echt schön und die hätte ich wirklich gerne. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich dachte, jetzt kommt so, ob ich dir die schenke, aber okay. Wer weiß, was ich gesagt hätte. Wäre das eine Option für dich? Vielleicht. Oh, cool. Nein, brauchst du mir nicht schenken. Ganz im Gegenteil. Ich habe sie mir nämlich gekauft. Oh. Aber noch besser. Jetzt kann ich es ja sagen. Nee, warte, jetzt kann ich es ja sagen. Ja? Du hast schon immer im Podcast, haben wir schon mal darüber gesprochen, und du hast gesagt, du hättest die voll gern. Ja. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die einfach kaufe und die einfach so zuschicke als Geschenk. Ich hätte, weißt du, weil ich mir so dachte, so ist voll kacke, dass du die nicht hast. Und ich habe es sogar schon geguckt, so. Ich habe es fast gekauft auch. Das ist voll nett. Na, toll. Und ich wollte dann irgendwie noch warten, bis ich rausfinde, wann du Geburtstag hast und so. Oder Weihnachten halt. Ach, kacke. Alles gut. Aber ich finde den Gedanken schon total nett. Ich habe die übrigens auch noch nicht. Ich habe aber was anderes. Okay. Wusstest du, dass, das ist echt total nett. Dankeschön. Also, ich freue mich jetzt schon darüber, dass du den Gedanken überhaupt hast. Aber, ich habe mir die gekauft, allerdings in einer anderen Version. Ich habe mir die Smooth Criminal Maxi mit dem englischen Cover, mit diesem blauen Cover, und er ist als schwarze Silhouette drauf. Aber die gibt es ja auch als Adventskalender Edition. Hast du die schon mal gesehen? Ja, das ist ein Aufklapp-Cover, also Fold-Out quasi. Und Gatefold, glaube ich. Ja, heißt das so? Gatefold. Gatefold, genau, richtig, Gatefold. Ja. Und in der Mitte, also in diesen Gatefold-Hälften in der Mitte, ist ein Adventskalender. Und da sind Türchen. Und die kam raus, bevor Moonwalker kam ja Weihnachten irgendwann in die Kinos. Und die kam raus, bevor Moonwalker kam. Und du konntest jeden Tag ein Türchen öffnen, bis der Film im Kino ist. Oh, was? Das weiß ich ja gar nichts von. Ist das derbe. So, und die habe ich mir bestellt tatsächlich aus, ich glaube, England sogar direkt. Und die hat die Türchen noch komplett verschlossen. Das ist aber bitter, weil dann kannst du sie nicht öffnen. Ja, pass auf. Und jetzt kommt die Publikumsfrage, die auch an dich geht. Okay. Ich spiele mit dem Gedanken. Die war nicht super billig. Nein, nein. Warte. Absolut nein. Hör es zu. Die war nicht billig. So. Also, ne, ich sag mal. Ja, kann ich ja sagen, mein Gott, so eine Maxi, so gesehen war sie sogar ein Schnäppchen. Ich habe sie, glaube ich, für
für irgendwie 40 Euro und dann kommt aber nochmal Porto drauf. So. Ja, okay, das geht. Und aber halt auch nicht eben mal so eben Taschengeld. Nochmal 40 Euro Porto oder wie viel? Nee, nochmal 15 Euro Porto. So versicherter okay, Versand, irgendwie 14 Euro Porto. So. Okay, und jetzt war der Gedanke, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, was macht man eigentlich mit diesen Dingen, die man hat und im Alter, ja toll, dann verkauft man sie, super, oder vielleicht auch nicht und jemand erbt sie oder was. Gedanke war, die war jetzt so lange zu, sollte ich einfach, nein. warte, sollte ich einfach diese Platte so benutzen, wie sie gedacht war, nämlich wirklich sie als Adventskalender sehen, jeden Tag ein Türchen aufmachen, das total zelebrieren und am letzten Tag, wenn der Film ins Kino kommt, mir einen Beamer aufbauen mit einer Leinwand und Moonwalker mit Popcorn und so richtig kinomäßig abfeiern. So, Publikumsfrage. Geht jetzt mal direkt raus und deine Meinung möchte ich auch gern hören. Mhm. Heute mal nicht am Ende, sondern ganz am Anfang. Boah. Also das geht so weit, da muss man eine Pro- und Kontraliste machen. ja, ist so. Weil das Ding ist, das Ding scheint recht selten zu sein. Nö, du kriegst die ganz normal gekauft eigentlich. Ich hab's noch nie gesehen. Aber mit komplett geschlossenen Türchen und so. Und vor allen Dingen, ich habe im Internet geguckt, du findest keine Bilder dieser Türchen dahinter. Wenn ich die wenigstens sehen würde, dann würde ich sagen, okay, ich guck mir die an, dann weiß ich ja, was dahinter ist. Wieso kaufst du dir denn nicht nochmal das Ding mit geöffneten Türen und lässt es von deiner Frau oder so dann einfach nochmal schließen, ohne dass du es gesehen hast? So. Dann kannst du die Platte unbeschädigt behalten. Ja, aber das ist dann sammeln. Genauso teuer. Dann habe ich im Endeffekt 100 Euro bezahlt. Also die Platte war jetzt wirklich für den Zweck quasi oder für die Situation war es im Prinzip ein Schnäppchen. Kann man nicht anders sagen. Die wird sonst auch für mehr weggehen, glaube ich. Ein bisschen mehr, nicht viel mehr vielleicht, aber ein bisschen mehr schon. Ja, also Pro ist natürlich, dass es einfach cool wäre, so das zu machen. Und dass es jetzt auch perfekt passt, weil es jetzt weil es jetzt bald anfängt mit dem Öffnen. Okay, noch einen Monat so. Ja, aber ich muss auch erstmal ankommen. Das ist natürlich schon mal so auf der Pro-Liste. Contra ist natürlich so. Wer weiß, ob du es halt nochmal findest, ungeöffnet. Ja, und? Und, also eben mir würde es wehtun ein bisschen, wenn ich es machen würde. Oder auch wenn du es machst, tut es mir weh. Nein, aber du weißt ja, wie ich da so, also ich habe ja auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen und wir sind ja beide ein bisschen, uns tut es beiden ein bisschen weh, das zu tun. Aber andererseits haben wir auch darüber gesprochen, was machen wir denn, wenn, also wollen wir vielleicht unsere Sammlung mal loswerden, etc. Und du hast gesagt, du willst deine nie verkaufen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, aus welchem Grund. Es sei denn, es ist wirklich irgendwas ganz Dramatisches, weswegen man das tun würde. So. Oder sich wohnungstechnisch so verkleinern müsste, dass das einfach nicht mehr geht. Oder man hat das Interesse komplett verloren. Aber all das kann ich mir zurzeit noch nicht vorstellen. Ja. Und das würde dann halt auch auf der Pro-Liste landen. Weil, wenn du es natürlich nie verkaufen willst, warum ist es dann so wichtig, dass es ungeöffnet ist? So? Also warum solltest du dich dann nicht daran erfreuen? Ja. Da sind aber vermutlich nur Bilder drin, ne? Da sind dann kleine Bildchen. Da passt drin. Ja nicht mehr rein. Nein, genau. Da sind kleine Bildchen drin. Ja, okay. Du kannst es ja die Zuhörer entscheiden lassen. Wir können auch so ein Voting machen. Dann tatsächlich jeden Tag würde ich dann dir das Bild schicken und man könnte dann bei Instagram das Bildchen sehen, wenn man das möchte. Okay, das ist wieder auf der Pro-Liste. Oder? Dann haut das mal in die Kommentare, weil das würde mich jetzt auch reizen, die Bilder zu bekommen dann. Also und dann posten wir das auf Instagram. Ich möchte erstmal nur die Meinung wissen. Das heißt dann nein, wir machen keine Abstimmung. Dass ich das dann wirklich auch tun werde. Aber ich spiele wirklich mit dem Gedanken. Ja, also ihr könnt uns eure Meinung sagen, aber letztendlich habt ihr kein Entscheidungsrecht. Also, nein, das stimmt. Viel Spaß. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie das vielleicht manche sehen. Und ich schicke dir die Bilder von der Platte, die gibt es ja auch im mir Internet. Sowieso. Und dann kannst du die mal zeigen als, kannst du dir mal zeigen auf deinen sozialen Medien. Ja, dann kannst du jetzt ja auch mal, ich meine, das ist jetzt ja locker 2:1 für dich, weil die Platte natürlich... Tatsächlich hätte ich das gewusst, hätte ich mir eher die geholt,
als die andere, wobei ich mir die eh irgendwann auch noch holen werde. So. Ja, aber die... Ich wusste, kannte das wirklich nicht. Nee, erstaunlich, wundert mich. Ich dachte wirklich, das ist dir durchaus ein Begriff. Nö. Nee. Egal, schicke ich dir nach es der Folge, schicke ich dir mal einen Link dazu. Ja. Okay. Was haben wir auf der Liste? Wir wollten uns so ein bisschen über Gerüchte unterhalten, die mit Michael zu tun haben, wobei wir gesagt hatten, dass wir jetzt keine Yellow Press-Folge in dem Sinne machen wollen, um Gerüchte selbst zu verbreiten, sondern es gab ja in Michaels Leben immer wieder Gerüchte und er war nun mal ein Showmensch und wir haben jetzt gerade, als wir zusammen das Buch gelesen, klingt auch lustig. Nee, aber wir haben beide gerade zufällig... dasselbe Buch gelesen, nämlich King of Style. Michael war ja ein Showmensch und hat mit Gerüchten zum Teil auch selber gespielt. Und da sind ja so ein paar nette Anekdoten auch tatsächlich drin. Und insofern hattest du eigentlich den Gedanken, fand ihn auch ganz gut, dass wir mal gucken, was es so für Gerüchte eigentlich gab oder gibt. Gibt es eigentlich zur Zeit noch Gerüchte über Michael? Oder ist alles aufgedeckt? Das ist ja das Ding. Natürlich ist alles aufgedeckt, aber die Leute recherchieren ja nicht, sondern glauben jedes bisschen, was sie lesen. Ich glaube, es sind jetzt nicht wirklich Gerüchte hinzugekommen, jedenfalls nichts Gravierendes, aber trotzdem halten sich die Gerüchte einfach ziemlich, ne, weil die Leute nicht recherchieren können. Was hält sich denn so am stärksten, deiner Meinung nach? Ist es das mit der Hautkrankheit? Tim, ich habe noch eine Frage an dich, ja. Und zwar, oder nee, an die Frage an die Zuschauer, warum wollte Michael eigentlich weiß sein? Genau, das wäre so ein Gerücht. So. Das hält sich am meisten. Die Leute wollen auch nicht akzeptieren, dass Michael halt diese Hautkrankheit namens Vitiligo hatte. Das ist für mich so, also das ist wirklich das Gerücht, das hält sich am meisten, weil die Leute sagen einfach so, nein, er hat keine Krankheit gehabt. Er wollte das. Ja. Und das verstehe ich halt immer nicht, weil wenn es jetzt mittlerweile selbst einen Autopsiebericht gibt, in dem das steht und also... Irgendwann ist auch mal Schluss so. Also ich verstehe halt nicht, was jetzt da noch fehlt an Beweisen. Eigentlich müsste man es nicht mal beweisen, weil Michael das ja selber in Interviews selbst sagt. So. Und ja, das ist, glaube ich, das krasseste Gerücht, was sich immer noch hält. Und das hat er, ich erinnere mich, auch in einem Oprah-Interview, glaube ich, das erste Mal so richtig erklärt. Genau. 1993 auf der Neverland Ranch, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. 93. Okay. 93, ja. Also ist jetzt nur aus dem Bauch raus 93 gesagt. Auch da, ich hoffe, dass das stimmt. Aber stimmt, da hat das erste Mal, glaube ich, so richtig erklärt, weil Oprah ihn darauf angesprochen hat, ob er Cremes benutzt oder ob er sich irgendwie weiß machen lassen möchte oder ob es Operationen gegeben hätte oder Eingriffe. Und da hat er, glaube ich, gesagt, er ist sich nicht, da hat er aber auch nur so halb die Wahrheit, glaube ich, gesagt. Da hat er nämlich gesagt, dass er nicht wüsste, dass es überhaupt irgendwie solche Mittel gäbe, die einen weißer machen würden. Und das hat er das nicht so gesagt? Wie war das noch? Ich bin mir recht sicher, dass er gesagt hat, dass so solch ein Eingriff, dass er nicht davon wüsste, dass es solch einen Eingriff gibt, bei dem man die Haut bleichen lässt. Das stimmt schon. Michael hat da nicht ganz, also ich weiß nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat, aber er hat nie so ganz das genau erklärt, weil er sagt halt, ich bleiche, hab mir die Haut nicht bleichen lassen. Und die Leute kommen dann immer, also das lese ich ganz oft, dass dann Leute sagen so, doch hat er ja mit Creme und genau, so. Genau, diese Bleichcreme. Ja, aber das ist ja was anderes, das kannst du ja wieder abwaschen. So, das ist nicht so, dass er sich die Haut hat bleichen lassen, sondern das ist eine Bleichungscreme meinetwegen und die kannst du ja wieder abwaschen. Das ist halt, für mich ist das ganz weit entfernt von einem chirurgischen Eingriff oder sowas. Ja, nein, das stimmt. Und das hat er ja auch nicht benutzt, um weiß zu werden, sondern um die Hautpartie... Ausgleichen. Genau, um das anzugleichen, ja. Ne? Ja. Denn das ist ja eine Fleckenkrankheit, die manche Hautpartien halt ausbleicht. Und das fällt natürlich bei farbigen Menschen eher auf. Wobei gar nicht unbedingt. Ist gar nicht unbedingt nee, so. Ich kenne eine Person, die weiß ist, die hat das auch. Richtig. Und das ist mir tatsächlich nicht so schnell aufgefallen, aber mir ist schon immer aufgefallen, dass die Person sehr hell war. Ja. Also übertrieben hell. Und ich war sehr überrascht, weil ich kannte die Person schon Jahre, bestimmt 7, 8 Jahre, bevor ich mit der Person bevor ich das wusste. Mhm. Und was ich halt schade finde, das wollte ich dazu nochmal schnell sagen, dass die
diese Krankheit von Michael ja bis heute nicht so ganz akzeptiert wird, auch von der Presse. Und das halt in Zeiten, in denen es mittlerweile Models gibt, die mit Vitiligo halt, also es gibt ja mittlerweile durch das Internet und so viel, viel mehr Leute, die auch bekannt sind ein bisschen, die diese Krankheit haben. Und auch, glaube ich, zumindest ein ganz bekanntes Model irgendwie, was auch total gefragt ist, gerade während, wegen dieser Hautkrankheit. Ja. Und ich finde es halt sehr schade, dass es halt so, trotz, dass es so viele Leute nun gibt, die an der Öffentlichkeit sind, die das haben, dass halt bei Michael Jackson immer noch heißt, so, ja, nee, aber er wollte sich bleichen, so, er wollte weiß sein. Das finde ich einfach nicht fair, so. Nee, sorry, ist es auch nicht. Jetzt kannst du wieder sprechen. Nee, das ist richtig, das ist auch gar nicht fair. Ich glaube, das liegt aber wirklich an der Vielzahl der Geschichten, die über die Jahre immer, immer wieder in der Presse hochgekocht wurden und ja begonnen haben, ja im Prinzip so, ich weiß es nicht, ich denke mal schon ein Stück weit auch wieder zur Bad-Zeit ein bisschen, weil er da einfach optisch sich von dem, was er vorher präsentiert hat, doch unterschieden hat. Da war auf einmal, die Outfits waren halt nochmal anders und man sah halt auf dem Cover auch, dass er irgendwie heller war vom Make-up her auch einfach, als er das jetzt so zur Thriller-Zeit war. Und dann kamen so, glaube ich, diese ersten Gerüchte und dann war ja auch die Operation und auch da fanden ja etliche Spekulationen statt. Ich erinnere mich, dass in einer bekannten deutschen Jugendzeitschrift, die es auch heute noch gibt, eine, die ja eigentlich sehr pro Michael immer ist und auch war und war auch immer so. Halt, ja. Aber ja. Da war eine komplette Seite, da war mit Pfeilen, also da war sein Gesicht und da war mit Pfeilen eingezeichnet, an welchen Stellen er was machen lassen hat. Also vom Grübchen im Kinn bis zu Augen schmaler, Nase schmaler, Knochen hier entfernt, in die Wangen eingesetzt, was weiß ich. Und ich glaube, auch das letztendlich beruhte nicht unbedingt auf kompletter Wahrheit, sondern halt auch auf so einer Sensationsschiene, weil natürlich bei Berühmtheiten das immer so eine Rolle spielt. Und diese OPs waren ja auch so ein Punkt, da musste aber auch ich als Fan, also letztendlich sollte einem das ja eigentlich egal sein, weil jeder muss ja für sich selbst entscheiden, wann, wie und wo er sich operieren lässt und aus welchem Grund er das tut. Da habe ich kein Recht, da rein zu quatschen. Aber bei Prominenten ist natürlich ein großes öffentliches Interesse da. Und Michael selber hat, das war auch in diesem Oprah-Interview, ich erinnere mich, weil da kam jetzt, war sowieso das erste Interview, was er seit langer Zeit geführt hatte und Aufmerksamkeit war sehr groß. Und ich saß mit einer Marzipan-Schokolade nachts vorm Fernseher und habe mir das Ganze angeschaut. Und habe irgendwie dann gedacht, dann kam diese Operationsstelle und er erzählte irgendwie, ja, es ist alles nicht wahr. Und es waren irgendwie 2 oder 3 Operationen. Was hat er erzählt? Ich weiß nicht genau. Und irgendwie 1, Nase ja, damit er höher singen kann und so. Gut, er ist auch keine Rechenschaft irgendwo schuldig. Muss er auch nicht. Aber diese 2 Operationen habe ich ihm auch, oder 3, ich weiß nicht, wie viel es war. Auf jeden Fall, die Zahl, die er genannt hat, war so, dass ich ihm die auch nicht abgenommen habe. Muss ich ehrlich sagen. Zudem war meine Information, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das stand auch im Moonwalker-Buch oder Moonwalk. Ich weiß gerade nicht mehr, welches ist. Also das, was Michaels Biografie quasi Moonwalk. Da stand doch, glaube ich, auch drin, dass die Nasen-OP diente ja nicht nur dazu, hört zu singen, sondern war es nur deswegen? Ich bin der Meinung, er hatte generell eine Nasen-OP, weil seine Nase, also vielleicht bin ich da jetzt voll in der Gerüchteküche drin, aber ich glaube, er wollte so die Nase schon kleiner, also nicht so ein bisschen dünner haben. Ja, weil und dabei ist was schiefgegangen. Das war meine Information, ach so, dass die OP nicht so verlaufen ist, wie sie sollte und deswegen musste eine zweite her und das ist dann auch nicht so. Also, dass sie so dünn wird, das war nicht geplant. Das ist so das, was ich noch in Erinnerung habe. Aber vielleicht stimmt das jetzt auch gar nicht. Okay, aber schon mal, schon sind wir aber in so einer Gerüchteschiene drin, die auch bei uns unsicher ist. Und letztendlich total, ja, dadurch, dass wir jetzt nicht, weil wir irgendwie super schlecht informiert sind, gut, es gibt bestimmt ganz viele Fans, die jetzt ganz genau davor sitzen und sagen, was erzählt ihr denn? Es ist doch klar, er hat doch das und das gesagt, dann und dann.
Aber ich glaube auch einfach deshalb, weil diese Unsicherheit da rauskommt durch diese ganzen Artikel, die man gelesen hat und alles, was einem so zugespielt wurde. Und das ist so gefährlich bei Gerüchten letztendlich. Weil, wie gesagt, eigentlich ist es doch egal, wie oft er sich operieren lassen hat, solange er damit hoffentlich irgendwie ein Stück weit zufrieden war. Ich glaube, dass das aber am Ende eigentlich auch schon, nicht, ja. Ich glaube aber, dass das am Ende nicht wirklich war immer. Damit zufrieden. Nee, er hat ja sein Leben lang immer wieder gesagt, er guckt sich nicht im Spiegel an, ja, und so. Ja, das stimmt. Also das möchte er auch nicht. Das sagt ja einem schon, also es sagt ja schon aus, dass man mit sich nicht zufrieden ist, wenn man sich nicht im Spiegel ansehen möchte. Ja. Von daher, das ist, glaube ich, jetzt auch kein großes Geheimnis. Ja, ich glaube, das mit den Operationen, das kann man jetzt noch tot ja, ist auch ein persönliches Thema diskutieren. Total, ja. Es gibt ja auch ganz lustige Gerüchte. Aber es ist natürlich nicht schlimm. Ich finde es halt schlimm, dass es halt so, dass alle auf Michael geschaut haben, aber jede zweite Person sich halt sonst was operieren lassen kann, ohne dass irgendjemand was dazu sagt. Und das ist halt gerade das, was du vorhin gesagt hast, dass er halt eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und da ist es dann plötzlich irgendwie total wichtig und auch schlimm. Und das ist halt einfach unsere Gesellschaft, die nicht, also die da in dem Punkt halt einfach nicht intelligent ist, ja. Muss ich einfach so sagen. Ich habe schon gerade einen Blick auf die Liste geworfen, du hast sie mir ja geschickt. Ich habe da nämlich ein Gerücht schon gesehen, was ich noch gar nicht kannte. Und zwar war das das Gerücht, Michael badet in Mineralwasser. Stimmt. Und da hast du noch in Klammern geschrieben, sehe ich jetzt gerade erst, es sollte einfach immer genug da sein auf Tour. Richtig, weil das ja eigentlich die Grundlage dieses Gerüchtes war. Dieses Gerücht ist es auch schön. Ja, ganz genau. Und ich habe dazu nochmal rausgesucht, ein altes Buch über Michael, kein offiziell lizenziertes, aber ein Buch aus den 80ern. Und da steht genau das drin mit der fetten Überschrift Michael ein Verrückter? Fragezeichen. Und ich möchte daraus ganz kurz immer was vortragen. Ich hoffe, das geht rechtlich. Ja. Michael Jackson will 150 Jahre alt werden. Er bestellt bei einem Hotelportier 8000 Flaschen teuerstes Mineralwasser, um darin ein ausgiebiges Bad zu nehmen. So, jetzt kürze ich mal so ein bisschen ab. Die Wahrheit oder verrückte Spleens? Danach kommen noch mehr Dinge. Und dann steht als Zitat von ihm ein Brief an seine mütterliche Freundin Diana Ross, so steht es hier. Die meisten Menschen kennen mich nicht, darum schreiben sie solche Sachen. Ich weine oft. Und dann kommt irgendwie am Ende, das Fazit des Ganzen ist das, nein, Michael ist kein Mensch wie du und ich, er ist eine Märchenfigur und was er tut, darf nicht mit der Elle von uns Normalsterblichen gemessen werden. Allein das schon. Und dann steht noch, und wenn Michael sich in einen Sauerstoffsarg legt, um doppelt so alt zu werden wie ein normaler Mensch, bitteschön, warum nicht? Kommt er nicht von einem Zauberplaneten, um uns das Licht und die Schönheit zu bringen? Ist er denn nicht Captain Io, bla bla blub und so weiter? Also unfassbar, das war ein offizielles, ja. Damit, das habe ich mir als Kind geholt und habe das gelesen und da hast du kein Internet, um es zu, du weißt, welches Buch das ist, ne? Ja, das war das erste Buch, was ich gelesen habe, über Michael Jackson. Krass. Und war auch eins, was ich trotzdem noch liebe. Ja, ich auch. Es ist immer noch cool, weil die Bilder auch einfach so cool sind. Aber unfassbar. Und dieses Mineralwassergerücht, das wurde ja von Michael Bush jetzt zumindest in seinem King of Style, wo es eigentlich um die Outfits von Michael geht, wurde das erklärt. Warum Mineralwasser? Ich kannte das Gerücht halt überhaupt gar nicht. Aber anscheinend hätte ich es kennen müssen, weil ich habe das ja auch gelesen, das Buch. Also ich finde, das ist noch eins der weniger total schlimmen Gerüchte tatsächlich. Also ist es auch. Es ist natürlich, aber jetzt haben wir noch gar nicht absurd, aufgeklärt, warum eigentlich Mineralwasser? Wie, warum? Ja, er hat ja nicht wirklich drin gebadet. Das Gerücht ist ja eigentlich nur deshalb entstanden, weil er auf Tour oder weil seine Tourbegleiter halt immer dafür gesorgt haben, dass er immer genug Mineralwasser da hat, weil er unheimlich viel getrunken hat. Ja. Und oder auch trinken musste, ne, weil er auf der Bühne sich so verausgabt hat und da einfach einen Flüssigkeitsbedarf hatte. Und damit immer genug Wasser da ist, auf jeden Fall, haben sie halt einfach viel Wasser bestellt. Und das führte dann irgendwann zu dem Gerücht, dass er damit eben die Badewanne füllt in seinem Zimmer und halt da drin badet. Und ich meine, es stand ja auch dabei, dass sie das im Bad abgestellt haben immer, ne? Kann auch sein. Aber würde ich halt auch machen, weil wieso nicht, also ich würde es natürlich da abstellen, wo ich am wenigsten mich aufhalte, weil das ja sonst stört.
wenn es überall rumsteht. Aber natürlich ist es klar, also es ist halt irgendwie klar, dass bei Michael Jackson so ein Gerücht daraus entsteht. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt so. Ist halt so. Was ich cool finde, ist aber, dass ich würde das mit dem Zelt jetzt erstmal außen vor lassen, aber das coole Sachen, finde ich, sind wirklich die Dinge auch, die er selber ein Stück weit halt mit forciert hat oder sogar bewusst auch irgendwie eingesetzt hat. Und dazu gehört diese Geschichte mit den Fingerkuppen. Er hatte zur Bad Tour und zur Bad Ära hatte er um seine Fingerkuppen so, es waren keine Pflaster, das waren so, wie nennt man die Tape. Dinger? Also ich weiß nur, dass Tape heißt. Ja, Tape. Okay, Tape. War das Tape? Ja, also okay, ich dachte, das wäre so aus Stoff irgendwie, solche kleinen Mini-Hüllen oder so. Ich weiß nicht genau. Ich kann es auf Fotos immer nicht so ganz erkennen, was es ist. Ach so. Okay, halt Tape. Ich glaube. Und das fand ich als Kind auch schon wirklich total cool und habe mir dann Pflaster um die Finger geklebt. Hab ich auch. ja, wer nicht, glaube ich. Auch eine schöne Frage, wer hat das noch gemacht? Schreibt's mal rein. Aber ich habe tatsächlich jeden Fall noch ganz normale Pflaster genommen. Auch so diese, ich auch. Diese Standarddinger, die so beige sind mit weißen Punkten drauf. Ja, 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 scheiße, ja, ich auch. Ja, ja. Aber wir hatten ja nichts. Nee. Auf jeden Fall, ja, und da hat man sich ja auch jahrelang wirklich gefragt, warum macht er das? Warum? Und irgendwann kam dann auch mal so ein Gerücht um die Ecke, was natürlich auch Quatsch ist irgendwie, oder vielleicht, nee, es ist wirklich Quatsch, dass er sich beim Moonwalker-Dreh irgendwie verletzt hat und deshalb die Finger bandagiert hat und das jetzt aber beibehält, weil irgendwie, das weiß ich auch nicht, warum. Habe ich noch nie von gehört. Habe ich von gehört, aber ich habe mich nie, nie gefragt, warum er das trägt. Ich dachte mir einfach mal so, ja, Style halt. So. War also genau die Frage so, und die habe ich von Freunden oder so schon bekommen. So, Beispiel, sehr gutes Beispiel, Dangerous Tour, der Leotard oder wie das sich nennt, was er da anhat. Also dieser Body. Ja. Die Frage von Freunden dann immer so, warum trägt er das so? Das sieht aus wie ein Tanga. Warum macht er das? So. Und ich, was soll ich dazu sagen? Ich sag dann halt immer so, ja, weil das sein Style ist, so. Das war, so, was willst du, das ist so eine unnötige Frage, so. Deswegen dachte ich auch bei den Pflastern, nennen wir es einfach mal, ja. Dass es so einfach sein Stil ist, so. Und sieht ja auch gut aus, also. Aber hatte ja einen Grund. Ja, es hatte den Grund, dass sie bestimmte Akzente, glaube ich, also so, ich habe es so verstanden, dass er bestimmte Bewegungen damit rausstechen, also er wollte, dass die Leute auch seine Finger irgendwie gut sehen, sowas in der Art. Ja, halt so als Verlängerung so der Tanzbewegung. So wie halt der Grund auch, dass seine Hose höher ist und er so weiße Socken trägt und so, damit man das halt einfach, damit man da wie sagt man, die Aufmerksamkeit drauf legt, drauf schaut. Boah, ich bin aber heute auch nicht wortgewandt. Nee, aber stimmt, genau. Je größer die Bühne, umso höher die Hose. So die Regel. Really? Das habe ich überlesen. Ja, echt? Nee, war wirklich so. Okay, das ist weil hey, je, naja, halt, je mehr Publikum, umso weiter weg stehen die halt. Ja. Und er wollte halt, dass man das von Weitem auch noch wahrnehmen kann. Mhm. Und das konntest du halt dann nur, ja, deswegen. Ja. Also es heißt jetzt nicht, dass er irgendwo in keine Ahnung, wo auf einmal in Shorts da gestanden hat. Ja. Aber halt im Prinzip hat sich das dann so entwickelt. Also je größer das Publikum wurde, in der Anzahl, umso höher ging die Hose auch ein Stückchen dann. Mhm. Aber das mit dem Finger komisch, aber. Ja, stimmt schon, es klingt ein bisschen komisch, aber. Irgendwie so steht es halt da drin. Aber was ich trotzdem interessanter fand, dass er solche Dinge halt dann wirklich auch gesteuert hat und auch wollte, dass sich da Menschen drüber Gedanken machen oder halt sich gefragt hat, ob die Fans das überhaupt wahrnehmen, was er sich dabei denkt. Mhm. So wie mit diesem Body, den du meintest, dieser Fechtanzug ist es ja eigentlich. Richtig. Der angelehnt ist an so einen Fechtanzug. Mhm. Und ja, einfach so ganz bewusste kleine Details, die man natürlich als Fan wahrnimmt irgendwie. Und die man dann halt auch nachahmt, die aber nicht unbedingt sofort aufgeklärt werden müssen, sondern die so zur Mystik und Magie auf der Bühne eben beitragen. Ja. Und ich kenne auch sonst keinen, der das so macht, auf die Art und Weise, oder der das so gemacht hat, das so zu instrumentalisieren auch ein bisschen. Ich auch nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, dass
mir das nicht klar war, bevor ich King of Style gelesen habe, dass so viele Dinge eine Bedeutung haben oder dass Michael sich gedacht hat, so ja, vielleicht fällt das ja auf. Also das hat ja schon manchmal gereicht, damit er was vielleicht was anders gemacht hat. Und deswegen, seitdem ich das weiß, seitdem ich das gelesen habe, frage ich mich auch, okay, es gibt ja so einige Konzerte, da wurde immer mal was, da ist irgendwas, wirklich ein kleines Detail verschieden, so. Ja. Natürlich gibt es auch einfach Sachen, die sind schiefgegangen, so, davon rede ich jetzt nicht, sondern mir fällt gerade kein so richtiges Beispiel ein, aber es gibt Sachen, die sind halt bei manchen Konzerten von einer Tour, von derselben Tour sind dann trotzdem Unterschiede. Und dann sind sie aber später wieder nicht. Also dann, nachdem es geändert wurde, war es dann aber wieder so, wie es vorher war. Da frage ich mich halt auch, ob Michael auch bewusst in seine Shows irgendwie, er wusste ja, dass alle Shows aufgezeichnet werden, auf Tape so, ob er da auch mit Absicht mal irgendwas reingemacht hat, irgendwas anders gemacht hat, weil er sich dachte, ja, vielleicht bemerkt das ja jemand oder er will, dass man darüber redet. Weil das tun bis heute alle. Also du bist ja nicht so in den Foren drin und auch nicht in diesem Konzertding. Bis heute gibt es aber Diskussionen über verschiedenste Konzerte. Warum hat er das da so und so gemacht? Und es ist unglaublich. Und da hat schon mal jemand geschrieben tatsächlich. Vielleicht hat er das bewusst eingebaut, damit wir darüber reden. Und da dachte ich mir noch so, ja, sicherlich nicht und so. Wer macht denn sowas? So, und dann habe ich das Buch gelesen und dann dachte ich mir so, ah, Moment mal. Vielleicht ist es alles beabsichtigt. So, das ist mega cool. Ja, glaube ich sogar. Also ich kann mir das vorstellen. Ja, dass das ein Grund sein kann. Ich habe sehr dass er manche Dinge ausprobiert hat. Ja, und ich habe sehr viel gelacht, während ich das Buch gelesen habe, weil da einfach sehr viel Schönes kam. Wir werden ja jetzt nicht so viel erzählen. Nee, wir wollen das. Aber auf die Gerüchte bezogen stand ja ein paar Sachen standen ja auch drin. Deswegen kann man das ja ruhig erzählen. Aber wir wollen ja dann irgendwann noch mal eine richtige Folge darüber machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich laber alles viel. Gut, alles gut. Wunderbar. Ja, ganz genau. Also insofern interessant, was es da so für Dinge immer mal wieder gibt. Aber das Buch, was ich gerade, da wo ich das vorgelesen habe, wo du sagtest, das hast du als Kind auch, das war so dein erstes Buch mit, da sind ja sowieso, eigentlich lebt dieses Buch von diesen ganzen Dingen. Da sind auch diese Operationen drin, sehe ich gerade, auch mit den Pfeilen. Ey, guck mal, dann haben die bestimmt zusammengearbeitet. Ja. Das Grübchen im Kinn, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber es brauchen wir noch nicht. Stimmt. Finde ich übrigens, sieht aber tatsächlich gut aus, finde ich. Also es ist, ich glaube, das war auch kein großer Eingriff. Würdest du dich operieren lassen, um irgendwie dein Äußeres zu verändern? Also wäre das für dich eine Barriere oder könntest du dir das vorstellen? Nee, ich werde nur, wenn das mit dem Sport jetzt nicht klappt, dann würde ich mir nur Fett absaugen lassen, aber so, sonst. Nee, eigentlich nicht. Nur Sachen, die halt notwendig sind, ne, wenn zum Beispiel, also wie zum Beispiel irgendwelche Leberflecken, die gefährlich aussehen oder sowas. Ne? Okay. Das ist was anderes. Schönheitsmäßig fällt mir jetzt nichts ein. Also das klingt jetzt sehr arrogant, aber. ich wüsste nicht, was ich verbessern soll. Nein. Ja, das ist doch so, gut. Man soll ja auch mit sich selbst zufrieden sein. Das ist doch alles gut. Wenn das so ist, ist doch prima. Wobei ich es gibt eine Sache. Die würde ich tun. Du musst das jetzt auch nicht machen, ne? Ich wollte dich da jetzt nicht in so eine Geschichte reindrängen irgendwie. Nee, es gibt wirklich eine Sache, die würde ich tun, wenn sich das weiter so entwickelt, wie es sich gerade entwickelt, und zwar meine Haare. Also die sind sehr dünn und ich weiß, dass ich mal vollere hatte und ich habe schon überlegt, ich würde tatsächlich eine Haartransplantation machen lassen, wenn das jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre schlimmer wird, weil ich bin zu jung, um ich brauche meine Haare noch. So. Okay. Voll auf Topic. Ich habe einen Freund, der hat schon ganz, ganz, ganz früh seine Haare verloren. Ich glaube, da war der, keine Ahnung, irgendwie Mitte 20 oder so. Und da hatte der schon ganz, ganz viele Haare verloren. Und das war aber jetzt nicht, weiß ich nicht. Er ist da ganz, ganz normal mit umgegangen und dann war das auch irgendwie kein Thema. Ja. Aber gut, klar, das ist das, was ich gerade meinte. Das ist letztendlich was ja jeder für sich auch entscheiden muss und was auch völlig legitim ist, dann da zu sagen, ich möchte es aber und ich fühle mich halt damit wohl. Und insofern steht einem das halt auch nicht zu, das jetzt zu verteufeln oder halt nicht. Also völlig in Ordnung so. Ja. Ich hab eine Frage an dich, und zwar, die ist mir so irgendwann eingefallen in den letzten Tagen. Und zwar, stell dir vor, du wachst auf. Und
guckst halt Fernsehen oder liest Zeitung oder was auch immer du bevorzugst. Und Michael ist plötzlich zurück. So, was tust du dann? Was ist deine Reaktion darauf? Und wie reagierst du darauf? Also stell dir mal vor, die Verschwörungstheoretiker hätten alle recht gehabt. Ja, habe ich mir tatsächlich schon häufiger mal vorgestellt. Also ich, gar keine ich komm, so... Ich komme darauf, weil es gibt ein Video, was dieses Szenario so ein bisschen darstellt. Also so ein kleiner Kurzfilm sozusagen, der sehr, sehr professionell produziert wurde. Aha. Der aber fiktiv... Fiktiv, ja. Fiktiv gedacht ist auch. Naja, Also der ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass der Leute täuscht. Nein, sondern nein, der, nein. Der ist bewusst so gedreht, dass man auch weiß, ja, es ist eine bewusst inszenierte ich glaube schon, also Geschichte. Also mich hat er auf jeden Fall nicht getäuscht, wobei ich muss sagen, es gibt Szenen dort, wo so große Menschenmassen sind, zu sehen sind, einfach in einem Bild, dass ich mir schon erst dachte so, ey, woher haben die diese Aufnahmen, weil das ist so ein Kurzfilm und ich glaube nicht, dass da eine Riesenfirma hintersteckt. Okay, schick doch mal. Um was geht's denn in dem Ding? Das ist einfach nur quasi, dass Michael irgendwie wieder da ist plötzlich und in die Presse tritt und da ein großes Interview hat und das wird in New York oder so, irgendeine Stadt ist da, wo das auf allen möglichen Bildschirmen übertragen wird und da sind Menschenmengen, die sich das angucken so und das ist halt total verrückt. Aber ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil es ist, ich glaube, es kam 2017 oder so auf YouTube raus und da habe ich es auch gesehen. Aber ich habe die Vorstellung halt auch schon oft gehabt, wie würde ich eigentlich reagieren, wenn sich jetzt rausstellt, so, er hat das alles, es war alles fake. Ich weiß nicht, ob ich sauer wäre. So, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, ob ich sauer wäre. Ja. Ich habe mir das auch häufiger mal vorgestellt, gerade so, als das passiert ist und als diese Trauerfeier war im Staples Center und ich die Kinder gesehen habe und auf der einen, ich weiß nicht, ja, wie würde man reagieren? Das ist schwierig. Also ich kann jetzt, ich teile die Frage mal anders ein gerade. Also ich kann mir vor, oder ich wäre nicht komplett überrascht, wenn das wirklich so passieren würde, weil es zu ihm passen würde. Ja, es würde passen, es wäre vorstellbar für mich. Also nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Heißt aber nicht, dass ich jetzt tatsächlich so verschwörungstechnisch unterwegs bin und dann sage, ja, ich glaube, dass da wirklich auch was dran ist und so. Also das glaube ich jetzt nicht. Aber es würde mich nicht völlig aus der Bahn werfen. Ob ich sauer wäre, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich wäre nicht sauer. Ich würde, spinnen wir das mal weiter und er würde, keine Ahnung, Konzerte geben. Ich würde natürlich versuchen, da irgendwie hinzukommen, das ist ja logisch. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich es mir fast nicht vorstellen. Er hat seine Kinder in einem Alter, hätte er sie dann ja alleine gelassen. Was heißt alleine? Er wird sie ja vielleicht. Vielleicht sind die eingeweiht. So, genau, also, ja, das ist ja der möglich. Punkt. Er würde sie ja vielleicht irgendwie sehen, aber trotzdem, er hätte sie natürlich in einem Alter irgendwie damit reingezogen, in dem eigentlich kein Kind in sowas reingezogen werden sollte. Ja. Finde ich so. Also insofern fände ich das wirklich fragwürdig, ob das rechtfertigt, das zu tun. Aber man weiß natürlich, man wüsste da natürlich auch keine Beweggründe. Ich meine, warum hätte er es dann gemacht? Weil er tatsächlich gar nicht mal aus finanziellen Gründen, glaube ich, sondern wirklich, weil er einfach, glaube ich, fertig war dann vielleicht und auch nicht mehr konnte oder dass die einzige Möglichkeit war, das Ding zu überleben, wenn es so gewesen wäre. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Schwer. Ja, voll schwer, deswegen frage ich die Frage. Aber ich sehe das halt ähnlich. Frage. Also ich glaube, ich wäre schon sauer, aber mit dem Wissen, dass ich ihm bald verzeihen werde. Aber ja, also ich würde mich, glaube ich, erstmal drüber ärgern, dass die ganzen Verschwörungstheoretiker recht hatten. Weil ich, also es, bis heute ist es ja unglaublich, was da für Argumente kommen und so. Und ich bin ab und zu mal auch an solchen Diskussionen beteiligt. Und ich glaube, es würde mich schon sehr ärgern, wenn ich dann am Ende kein Unrecht hatte. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass es eine Aktion wäre, wo ich auch denken würde, so, ja, das ist Michael halt so. Also, das passt zu ihm. So, sowas irgendwie vielleicht nicht unbedingt so lange oder so, ne? Ich meine, das sind jetzt auch irgendwie 11 Jahre. 11 Jahre, ja.
ich weiß nicht, was, also du hast schon eigentlich alles gesagt, so die Gründe sind entscheidend auch irgendwie. Warum? Ja. Aus Spaß? Schon. Oder gab es keine Möglichkeit für ihn? Hatte er keine Wahl? Das wäre ja eine Möglichkeit dann. Ja, aber. Das wäre dann eine Möglichkeit. Also das einfach nur so aus Showgründen, dann wäre er aber auch, glaube ich, keine 11 Jahre weg gewesen jetzt, oder? Eben. Und ich glaube, viele Leute, die nicht Fans sind und so, ich glaube, die würden auch sagen, so, nee, komm, das ist wirklich dann eine kranke Person. Ich glaube, für viele wäre es ein gefundenes Fressen auch wieder, um zu sagen, so, ja, mit dem stimmt ja auch was nicht und so. Deswegen, ja, aber leider glaube ich halt nicht daran, an die ganze Sache mit der Theorie, dass er noch lebt und so. Das ist nee, glaube ich zu weit entfernt leider. Ich meine, ich würde es gerne glauben, wenn es wirklich so stichhaltige Indizien oder Beweise geben würde. Aber die gibt's halt nicht. Es sind immer nur so Sachen, die am Ende doch wieder sehr weit hergeholt sind. Ja, und letztendlich auch diese ganzen Geschichten. Es wäre sicherlich offensichtlicher vielleicht gewesen, wenn zum Beispiel im Staples Center der Sarg geöffnet gewesen wäre, wie es bei James Browns Memorial gewesen wäre. Allerdings hätten auch dann, glaube ich, dass selbst dann wieder Menschen gesagt hätten, ja, aber das war nicht Michael in dem Sarg. Und hätten dann Beweise finden wollen oder auch für sich gefunden, warum das nicht Michael gewesen ist in dem Sarg, sondern vielleicht eine Puppe oder ein anderer Mensch oder keine Ahnung was. Also selbst da wäre es schiefgegangen. Insofern ist das, ja, das Einzige, was ich gerne wüsste, und auch das ist eigentlich, ja, eigentlich egal, weil es darum an dem Tag auch nicht wirklich ging. Aber ob er an diesem Tag im Staples Center wirklich in diesem Sarg lag oder ob nur dieser Sarg symbolisch reingetragen wurde. War das weißt nicht? Du da was? Ja, so meine Info, was ich gelesen habe, war, dass er tatsächlich eingeäschert wurde. Ja. Und der Sarg nur symbolisch. Genau, habe ich auch gehört. Symbolisch. Ja. Der Sarg nur symbolisch. Das heißt, er war zu diesem Zeitpunkt auch schon eingeäschert. Das war ja relativ knapp danach. Das weiß oder niemand. Nicht? Das weiß ich nicht. Okay. Das ist halt wieder eine andere Diskussion, aber ich weiß nicht mal, ob ich das cool finde, dass er eingeäschert wurde. Weiß ich ja, nicht. Aber das ist ja egal, ob wir das cool finden. Machen natürlich. Aber es ist schon, war, also damals war es auf jeden Fall schwierig so zu hören, einfach so eingeäschert. Ja. Okay. Okay, krass. Jetzt ist, weil das war dann wirklich so für mich so der Punkt, so, okay, es ist halt wirklich Realität, so. Ja. Okay, die Frage ist ja sehr ausführlich beantwortet. Weiß nicht, hast du noch was auf dem Herzen? Ja, tatsächlich. Mhm. Ich habe eine Kleinigkeit, allerdings passt das jetzt nicht mehr zu den Gerüchten. Ja. Sondern zu dem offenen Talk. Ja. Ich habe heute, wir haben ja vor kurzem nochmal darüber gesprochen, dass wir, seit wir diesen Podcast jetzt irgendwie machen, dass wir uns zwar nicht genötigt fühlen, neue Dinge zu kaufen, genau, sondern dass wir aber trotzdem in so einer Situation sind, wo wir jedes Mal sagen, okay, und das noch, und dann ist aber auch Schluss. Und, ja. Und jetzt muss man unbedingt. Und jetzt, ich bin fast weich gekocht durch den Estate. Wieso, was? Was ja, meinst du? Schöner Cliffhanger, ne? Das erkläre ich dir das nächste Mal, Kai. Oh, nee. So, in diesem Sinne, nein. Nein, tue ich nicht, ich erzähl's dir jetzt. Also, okay. Ich war heute nochmal im offiziellen Shop auf der offiziellen Homepage und habe geguckt, weil ich dachte, was gibt's denn gerade? Gibt's was Neues? Natürlich gibt's nichts Neues. Hä? Was? Und hast du nicht dieses coole You Are Not Alone T-Shirt und Scream T-Shirt gesehen? Das ist natürlich der Hammer. Ist sowieso eins meiner Favoriten, das You Are Not Alone T-Shirt. Ja. Oh Gott, nein. So, Sarkasmus wieder off, bitte. Ja, okay. Also nein, ich habe, aber ich, wo ich fast weich gekocht war heute, war mir ein oder zwei von diesen Mundschutzteilen zu besorgen, bei denen ich vor zwei Folgen noch gesagt habe, wie überflüssig und überteuert das ist. Und ich war heute kurz davor, mir zwei davon zu kaufen. Warum? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, weil man sowieso einen Mundschutz gerade braucht und ich auch einen trage. Und dann dachte irgendwie, ja, dann kann ich ja auch einen
tragen, wo Michael drauf ist. Beziehungsweise nicht Michael drauf. Ich hätte mir diesen Heal the World mit den zwei Händen hätte ich mir genommen und dann hätte ich das zweite, da war ich mir nicht sicher, da hätte ich mir, glaube ich, einen, wo King of Pop und die Alben draufstehen. Ich habe es dann nicht gemacht. Warum nicht? Aber sie waren schon im wahren Gold. Weiß ich nicht, wie warum. Warum war ich nicht warum hast du es nicht warum ich es nicht gemacht habe? Ich habe es nicht gekauft, weil die Smooth Criminal Adventskalender Maxi ach so. Schon wieder präsent bei mir war und ich dachte, nee, komm, ich muss mal aufhören jetzt. Außerdem habe ich außerdem geht das nicht. Ich kann nicht immer jeden Tag hier irgendwelche Dinge in Warenkörbe legen. Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen aufgehört damit jetzt. Also es war tatsächlich noch viel, viel mehr, wir haben ja drüber gesprochen. Danach kam echt noch einiges dazu, aber so langsam habe ich jetzt auch ein Ende gefunden. Ja, ist auch gut dann. Ja, es ist auch, es wird ja sowieso wiederkommen irgendwann. Irgendwann wird es halt Phase. Wieder wochenlang gekauft. Ja, aber ich bin stolz auf dich, dass du die Masken nicht gekauft hast. Ja, siehste. Jemand ist stolz auf mich. Siehste, und damit schließt sich der Kreis quasi hin wieder zum Anfangs Smooth Criminal Adventskalender. Wer ist der Meinung, ich sollte diesen Adventskalender, so wie ich es beschrieben habe am Anfang der Folge, jeden Tag öffnen, um am Ende einen großen Moonwalker-Abend zu machen mit Popcorn und dem Anstecker, den es damals zur Kinokarte dazu gab? Ich wäre dafür. Das wäre dann ab dem 1. Dezember, richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das wirklich startet. Das sage ich dir dann, wenn ich das Ding sehe, wie viele Türchen es sind und wann Moonwalker rausgekommen ist. Ich glaube aber am 1. Dezember, weil ich meine, dass Moonwalker am 25. Dezember rausgekommen ist. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Wer ist denn da ins Kino gegangen? Gerüchte. Einige Menschen gehen also Weihnachten ins Kino. Achso, meinst du jetzt nur in Deutschland? Nee, meine ich nicht. Ich guck mal eben nach hier. Moonwalker, Kinostart. Nee, weil ich meine halt wegen den Weihnachtstagen und so. Naja, gut, aber ja, ich wäre auch gegangen. Jetzt mal ehrlich. 29. Oktober 1988, das kann aber nicht sein. Das ist ja überhaupt nicht Weihnachten. Nee, das ist nicht Weihnachten. Jetzt hast du die Zuhörer so scharf gemacht auf den Kalender. Ja, echt? Und jetzt aber das ist ein Adventskalender. Jetzt müssen wir, Leute, es tut uns leid, wir müssen noch bis nächsten Oktober warten. aber versprochen. Nein, wir können es ja auch im Dezember machen, theoretisch. Wir klären das bis zum nächsten Mal, wann Moonwalker wirklich in den Kinos war, in den Ländern und warum das ein Adventskalender ist. Aber es steht sogar Adventskalender vorne auf dem Cover drauf. Also okay, insofern. Komisch. Und halt auch die Beschreibung irgendwie, dass es eben so sein sollte, dass man dann ins Kino geht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, eigenartig. Ja, eigenartig. Wir klären es zum nächsten Mal. Ja, machen wir. Wir sind nämlich jetzt auch schon, glaube ich, so am Ende angekommen. Es sei denn, du hast noch letzte Worte, die du ansprechen möchtest, weil ich glaube, tschüss. Ja, ist sehr du bist so gemein. keine Worte. Leute, haut rein, nein. Ja, auf jeden Fall danke an alle Zuhörer. Ihr könnt alles, was wir euch gefragt haben und so weiter, es war ja doch einiges, könnt ihr kommentieren auf Instagram @der MJ Podcast. Dasselbe gilt für Twitter und auf YouTube und Facebook MJJ Reviews. Ja, und dann sehen wir mal, ob das mit dem Kalender stattfinden wird oder nicht. Ich verabschiede mich an der Stelle. Und du vermutlich auch. Richtig. Okay. Tschüss. Dann macht's gut, Leute. Bis dann.